Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu Teil 5 meines Let's Plays zu Rayman Origins. Und es ist Endgegnerzeit. Ich habe mich sehr gefreut auf diesen Teil. Mal gucken, ob es belohnt wird, meine Vorfreude, oder ob ich bitter bestraft werde, indem ich wieder ganz, ganz viele nicht vorhandene Leben lasse. Es regnet schon, Electoons. Gut gemacht. Alles klar, neue Welt. Gut. Oh Mann, jetzt habe ich aber schon wieder einiges liegen lassen. Naja, ich werde es versuchen, besser zu machen. So, nochmal und zack, so. Okay. Ja, macht Spaß. So, jetzt aber. Anlauf und zack. Und hier runter, seilbahnmäßig. Das sah doch gut aus. Naja, gut, ist auch die hier, aber man kann halt nicht alles mitnehmen. Also, beziehungsweise man kann schon, aber ich anscheinend nicht. So, was ist das denn? Quatsch. Gott sei Dank, nur ein Käfig. Mal gucken, ob ich wirklich so viel liegen lassen habe. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich genug für alle Electoons habe. Oh, das ist doch gemein. 4 Stück. Nur 4. Ja, aber das jetzt nochmal zu machen, nö. Bis jetzt läuft es ja ganz gut. Und jetzt kommt bestimmt der Endgegner. Also ich glaube jedenfalls, dass diese Tentakel immer darauf hinweisen, also. Ja, das sieht so aus. Baba Ballermann, So. Okay. Tada. Oh, da ist wieder der Moskito. Ja, wunderbar. Das sind echt schöne Einlagen hier. Das gefällt mir. Das war knapp. Ja, das sieht gut aus. Und, was ist das? Na, mal gucken. Das prallt ja ab, genau. Stimmt. Hervorragend. So, komm, patsch, jawoll. Habe ich noch? Ja, gut so. Kann ich mal da unten was platt machen. So. Ich weiß nicht, wo lang. Na gut, 2 reichen ja. Au. Ich sollte besser auf meine Herzen achten. Was ist das? Okay. Was ist das? Das sind aber schöne Runen. So, nehme ich alles mit. Entschuldigt, dass ich ein bisschen leiser bin im Moment, ein bisschen ruhiger, weil muss man sich wirklich ein bisschen konzentrieren, habe ich das Gefühl. Super. Was ist das? Den nehme ich. So, die nehme ich auch. Das war schon wieder sehr knapp. Zu knapp. Ich will es nicht riskieren.
ich habe ja auch ganz gut gesammelt bis jetzt. Und jetzt kommt bestimmt der Endgegner. Und ich habe kein Herz. So, den nehme ich auch noch. Oh, super. Super. Ja, den nehme ich auch noch mit. Quatsch. Auch gut. Oh nein. Dumm, 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 dumm. Ach, Mann. Da habe ich jetzt aber wieder das Herz echt selten dämlichst verloren. Was ist das denn? Punching Ball. Ja, nehme ich auch mal mit. Alles, was ich abgreifen kann, mitnehmen. Oh, was ist das? Oh, Gott sei Dank. Ja, aber Münzen habe ich bis jetzt auch noch nicht entdecken können. Gott, das wird ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl. Ja. Ein bisschen ist gut. Wow. Piranhas, okay, hey, geschafft. Ach, super. Und ich habe ein Herz und kein Leben verloren. Und der Käfig gehört auch mir. 300, ah, 300 könnte doch so eine Grenze sein, oder? Für die Electoons. Daumen drücken. Und yes! Puh. Das hat ja gut geklappt. Ja, ich würde auch öfter die Disco-Kugel leuchten sehen wollen, aber wie das Leben mal so ist. Da, weiter geht's. Quatsch. So, jetzt will ich aber einen Endgegner. Neuer Schatz. Den holen wir uns. Zack. Das Ausrufezeichen unten ist übrigens bestimmt, weil der neue Charakter da freigeschaltet wurde. Okay. Okay, open, open. Das habe ich verstanden. Vielstimmige Verfolgung. Ah, diese Verfolgungsjagden. Nervenaufreibend. So. Komm her. Was war das denn? Hallo? Oh, wie hätte ich das denn machen sollen? Oh Gott. Ah! Oh Mann. So, den Schah. So, ja, genau. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wie soll ich den denn bekommen? Impossible. Kann doch nicht wahr sein. Leute, das ist echt. Ich kann doch nicht noch ein Turbo dazu einlegen. Oder habe ich irgendwo eine. Es ist mir nicht möglich. Okay, einen Versuch noch.
Wie weit hoch kann ich denn hier? Also, was kann ich denn anderes machen? Oh, mich einfach ein bisschen mehr beeilen. Okay. Oh, tschüss Jungs. Und Mädels. Bye bye. Okay. Wenigstens die erste Hürde genommen. Okay. Na. Oh, ich bin zu langsam. Leute, ich brauche ein Turbo. Ich brauche jetzt unbedingt ein Turbo. So. Nein. Okay. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig jetzt zum Zuschauen, aber irgendwie packt mich dann ja doch schon der Ehrgeiz. Nein. Ach, wir machen das so. Zack. Manchmal muss auch nein. So. Ja, genau das habe ich jetzt gebraucht. Oh, fuck. Ah, dammit, aber ist gut gelaufen bis dahin, oder? Also. Hatte ich jedenfalls das Gefühl. Ja, jetzt geht's aber auch. Oh, der war knapp. Und lauf. So, und lauf. Nein, ich muss da oben drüber, es geht nicht anders. Es sei denn natürlich, ich schaffe es nicht da oben drüber und dann werde ich natürlich improvisieren und das nochmal zum dritten Mal versuchen, dass das auch klappt. Vorausgesetzt, ich werde es wieder so weit schaffen. So, ja. Eben war ich schon ein bisschen weiter hinten als jetzt. So, hoch. Runter. So, zack. Oh, unten, du schaffst es da nicht drüber. Okay, dann muss ich einen beherzten, ganz leichten Sprung machen. Oh mein Gott, das ist jetzt die Tour im zweiten Abschnitt. Ah, was soll das denn werden noch? Aber wahrscheinlich bereitet das einen auch auf die kommenden Level ein bisschen vor. Deshalb sehe ich das alles mal ganz entspannt.
Außerdem, ich bin Super Meat Boy Spieler und ich bin sehr frustresistent. Aber ich will es trotzdem nicht auf die Probe stellen. Nein, sollte ich überhaupt springen? Ich weiß es nicht. Ah, diesmal war es eigentlich zeitlich ganz gut. Jetzt hätte ich es nochmal oben probieren können, aber... Wow. Okay. Ah, ist eigentlich verrückt, das zu probieren noch, oder? Ja, es ist verrückt. Es ist verrückt. Tschüss. Oh, Leute, ich bin schon 5 Minuten bestimmt dran hier. Ich kann mir eigentlich ja jetzt schon mal, wie ich den Teil nenne, überlegen. Ah, ein Sprung ins Blaue. Ich weiß es nicht. Oder Let's Fail. Nee, zu abgedroschen. Oder sollte das zu einem positiven Ende kommen, muss ich das eh dann nochmal überdenken. Da muss irgendwas Heroisches her. So, du kleine Truhe, bitte. Auf die 12. Da ist er, der zweite Zahn. Herrlich. Geschafft, ja. Durchatmen. Geben wir den direkt ab oder machen wir einfach direkt noch ein Level? Ah. Ja, wir geben den ab. Wie komme ich denn da jetzt nochmal hin? Der schnarchende Baum, so. Zack. Hallo. So, München, Bock. Na, nimmt doch langsam Gestalt an, oder? Ja, immer noch. Okay, ja, Promi-Tour, die möchte ich gerne haben. Und deshalb ab zurück zur Lichtung der Träume, weiter die roten Zähne sammeln. Okay. Dum, 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 dum. Ach na, ich muss ja noch eins weiter. Achso, ja, ich muss ja ganz raus. Ach, ist das verwirrend. Nee. Hä? Zurück zur Lichtung der Träume. Ich bin gefangen. So sieht's aus. Okay, Leckermaulland. Kühle Köstlichkeit. Machen wir. Oder essen wir. Obwohl im Moment das Wetter nicht so ganz dafür da ist. Jedenfalls hier in unseren Gefilden. Oh, das sieht ja toll aus. Wow. Yay, da war doch noch was. Oh, hier bricht ja einiges. Kann ich... Na, okay. Man kann nicht tauchen. Aber man ertrinkt auch nicht. Das ist da auch schon mal gut. La, la, la. Oh. So, nochmal oben lang. Plopp. Und tack. Wow. Ach, sehr schön. Wie die Haare da auch schön im Wind, im Wasser wehen hier. Boah, dann probiere ich nochmal. Nein, ach komm. Ach. Jetzt werde ich aber sauer. Naja. Die nächste Welle kommt bestimmt. Oh. Die möchte ich aber doch ganz gerne haben. Das war's. Das ist aber schade. Es ist immer so bitter, wenn man das dann auch noch sieht, wo man es hätte holen können.
Aber wenn ich schon nicht die Münze bekomme, dann möchte ich wenigstens auf diesem dicken Bauch hier landen. La la la. Ui, Bauchplatscher. Ah, da möchte ich doch auch mal hin. Uhu. So. La 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 la. Upsala. Was ist das denn hier? Das ja, sieht ja lustig. Oh mein Gott. Es war ja so klar. Kann man eigentlich nochmal zurück? Und kommen die jetzt wieder? Ich will das nur mal kurz wissen. Ja, wie schön. Ah, nein, nicht nur die beiden, oder? Okay. Ach, tut mir leid, Leute. Ich habe ja echt jetzt schon so viel Zeit vertrödelt, aber durch dieses Rumgehüpfe gerade hinter der Truhe her, tut mir das Level jetzt gerade ein bisschen gut. Das ist so entspannt. Lala, lala. Wow, da kann man ja ganz viele Elektronen sammeln. Wenn man möchte. Oder Looms sind das ja nur. Oh, oh. Ach. Ich dachte, die hätte so eine Art Katapulteffekt. So, jetzt beeile ich mich auch ein bisschen. Soll ja nicht zu langweilig werden. La, la, la. Uah, es geht gerade noch so. Patsch. Ah, da oben hätte ich noch was holen können, stimmt. Aber egal. Geil, fand ich nicht so an. Hm, wer ich? Ah, oh, schon wieder hinterherlaufen, das gibt's ja nicht. Und auch noch Piranhas. Und wetten, das Wasser steigt auch noch. Ist nicht schon wieder irgendwo einem hinterher. Ah, super. Immerhin eine Münze abkassiert. Bleib stehen. Kannst ja mal die Truhe fragen, wie es ausgegangen ist, wenn man mir hinterher also mir abhaut. Ich habe ein bisschen wenig Schwung, muss ich sagen. Ach, guck mal, die wartet auf mich. Haha, das ist ja schön. Was ist das denn? Da, ich sehe es doch. Ich sehe es doch. Ich sehe es doch. Kann ich die eigentlich... Sonst hätte ich probiert, auf sie draufzuschlagen. Hallo? So, gutes. Du wolltest doch befreit werden, also. Mann. Zum Größe verändern. Yay, das wird sich noch zeigen. Ah, super. Das ist ja phänomenal. Ja, finde ich eigentlich auch ganz gut, dass er immer wieder so ein paar Fähigkeiten dazu bekommt. So, gehen wir da auch mal rein? Ja. Bitte lass den ersten Käfig sein, das wäre schon ganz schön. So, Quatsch. Ah, ich auch noch. Batsch. So, und dich da hinten kriege ich auch.
Erster, zweiter, dritter, erster. Yes. Oh, das heißt allerdings, das Level ist noch relativ lang, ne? Oh, we will see. Schöne Musik, angenehmes Level. Spricht ja nichts dagegen, dass es auch noch ein bisschen geht. Oh. Und weiter geht's. Ah, den hier nehme ich. Okay, das ist auch... Alles klar, nicht... Gut. Soll ich es trotzdem nochmal probieren? Ich weiß nicht. Eigentlich schon, oder? Ja, doch. Aber diesmal von hier direkt. Oh, what? Oh, ihr wisst genau, was jetzt kommt, oder? Ja, ich werde es nochmal probieren. Und nochmal und nochmal. Oh nein! Vielleicht muss ich wirklich einfach gegen die Wand mich nach unten gleiten lassen. Aber ich habe Angst, dass das irgendwie zu knapp ist. Ah. Oh, komm, zack. Nein, es war nicht zu knapp. Ach, komm, egal. Puh, das war aber mal knapp. Oh, oh. Wow, uff. Ha! Hey, hat geklappt. Schön. Doch, das war's wert. Vielleicht geben die Münzen ja am Ende auch ein bisschen ein paar Looms in der Endabrechnung. Aber wer weiß das schon. Ah, ist hier nichts mehr? Nein. Ah, dann abwärts. Okay. Mir fehlen immer noch ein paar Käfige. Und das ist jetzt schon der letzte. Da fehlt doch definitiv einer. Mindestens. Ne, einer, genau, ja doch, einer. So, Great Ass Kicker. Ah, so. Mann, schade. Und wahrscheinlich wird es auch nicht reichen für zwei Elektroons in der Endabrechnung. Hm. Ach nein, nicht annähern. Habe ich aber ganz schön viel liegen lassen. Mann, Mann, Mann. Okay, zurück zur Lichtung der Träume. Und ich glaube auch, das ist das Ende dieses Parts hier. Es hat mir immer Spaß gemacht und beim nächsten Mal verspreche ich, wird es auch ein bisschen mehr Fortschritt geben. Ne? Bis denn, euer Smurlock. Bye, bye.